Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dragon Ball Kollektion. Und heute öffnen wir zwei Zusendungen, vor einmal von Brolus und einmal von Dragon Ball Fan 91. Das eine habe ich gewonnen auf einem Instagram-Gewinnspiel. Das war das von Brolus. Das sind drei Karten und ein von ihm zusammengestelltes Booster Pack. Polunga sieht richtig nice aus. Diese Art von Karten habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Und ja, das andere ist von Dragon Ball Fan 91. Das ist ein Kartenkauf. Da haben mir nämlich einige Karten gefehlt. Die schauen wir uns gleich gemeinsam an. Ich schau mal, ob ich das so öffne. Ja, ist besser, wenn wir das leicht durchschneiden. Es fühlt sich ziemlich dick an, deswegen gehe ich davon aus, dass es auch die Karten sind, die er mir hier dazugelegt hat. Alle in Folien. Wir schauen rein. Oh, nee, sehr, sehr, sehr nice. Das sind ganz normale TCG-Karten von Dragon Ball Super. Sehr, sehr, sehr nice. Alle in Hologramm. C18. Metalcooler. Gogeta. Son Gohan aus der Zukunft. Pan. Eine sehr schöne Karte. Bulma. Sehr nice. Ebenfalls eine sehr schöne Karte. Ich glaube, aus einem Starterdeck. Son Goku Super Saiyan 2. Sehr nice. Piccolo. Hachiyak. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Auch ein sehr, sehr, sehr nicer Bösewicht für mich. Den gab es ja in einem OVA. Dann haben wir Goku Black Rosé. Und wir haben Son Goku Super Saiyajin 4. Sehr nice Hologrammkarten. Wie gesagt, die habe ich durch ein Gewinnspiel gewonnen. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas gewonnen habe in so einem Gewinnspiel. Kommen wir zu den Sachen von Dragon Ball Fan 91. Da es Winter ist, bluten meine Hände leicht. Also bitte nicht wundern. Eine Menge Karten, die er mir hier reingelegt hat. Ich war wieder mal bei seinem TikTok-Livestream dabei. Und da hat er eine Karte gezogen. Das müsste diese sein. Die ich leider noch nicht ziehen durfte. Aus Zenkai Series 05 Critical Blow. Ein sehr, sehr, sehr schönes Set. Eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Und da habe ich ihn gleich sofort gefragt und angeschrieben, ist es denn möglich, dass ich sie dir abkaufe? Und er meinte sofort ja. Und dann hat er sie mir für einen korrekten Preis verkauft. Lasst uns erstmal sehen, was er hier nochmal extra reingelegt hat. Das ist ein richtig dicker Batzen. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass da so viele Karten drin sind. Es geht los mit C18, C17, der Kaioshin, Bojack, nochmal Bojack. Future Trunks, Son Gohan aus der Zukunft, Piccolo, das sind Promokarten, C17 mit einem nicen Glitzereffekt, Dr. Gero, Vegeta, Vegeta Super Saiyajin und dann kommen wir einmal zu der Rarität, die wirklich sehr, 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 sehr nice ist. Es ist Super Saiyan 3 Son Goku, SPR. Die Janemba-Karte dazu habe ich. Die ist richtig, richtig nice, die Karte. Ganz vorsichtig. Die kommt gleich in eine Folie rein. Eine richtig, richtig, richtig nice Karte. Hier sieht man auch, die Schrift ist einmal in Blau und einmal in Gelb. Und ich bin sowieso ein Super Saiyan 3 Son Goku Fan. Und das ist für mich die schönste SPR-Karte aus dem ganzen Set. Ich werde mir das Set noch zweimal bestellen. Vielleicht haben wir auch nochmal die Chance, die Karte selber zu ziehen. Aber falls nicht, habe ich sie hier jetzt schon mal auf sicher und kann sie meiner Sammlung hinzufügen.
Übrigens mache ich auch ab und zu ein paar Fotos, die ich auf Instagram poste, über Figuren und Statuen und teilweise ein bisschen über Karten. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir gerne da folgen. Da heiße ich genauso wie hier Dragon Ball Kollektion. Und da würde ich mich gerne freuen, wenn ihr den Instagram-Kanal auch abonnieren könntet und ab und zu mal vorbeischauen würdet. An dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für die Sachen, für die Karten, für die korrekten Sachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.